Heute schauen wir uns das dritte und letzte Video meiner Darn Cases C4 SFX Videoreihe an. Und zwar dreht sich heute alles um den Umbau von einem Luftkühler, also vom Noctua D12L auf eine AIO, und zwar auf die Fractal Design Lumen S24 RGB. Genau, um den Namen richtig zu nennen. Da gab es auch letzte Woche schon ein Video, wo ich euch den reinen Bildprozess gezeigt habe. Und heute geht es wie schon im luftgekühlten Bild darum, dass wir uns die Temperaturen anschauen, die Lautstärke anschauen, genau, und auch noch ein paar Benchmarks anschauen. Also das übliche Programm bei meinen Bildvideos. Und damit geht es auch schon los. Und zwar schauen wir uns jetzt den Bildprozess an. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr es schon gesehen habt, skippt. Aber ansonsten lasst es einfach laufen und genießt die Musik. Also bis dann im Anschluss. Weiter geht es jetzt mit der Lautstärke, und zwar wie immer bei der minimalen Umdrehungszahl, maximalen Umdrehungszahl und auch noch bei 1000 Umdrehungen pro Minute. Die Pumpe lief die ganze Zeit mit 12 Volt, das bitte beachten. Wie wir hier sehen, ist die S24 bei der minimalen Umdrehungszahl 38 dB laut, bei 1000 Umdrehungen 42 dB und bei der maximalen Umdrehungszahl 54 dB laut. Im Vergleich zum Noctua D12L sehen wir hier, dass die AIO bei der minimalen Umdrehungszahl 2 dB lauter ist, bei 1000 Umdrehungen 3 dB leiser und bei der maximalen Umdrehungszahl, da tun sich beide nichts. Dass die beiden sich
bei der maximalen Umdrehungszahl quasi nichts geben. Liegt wahrscheinlich an den 140 mm Lüftern, die wirklich eine Menge Lärm machen, wenn die mal richtig aufdrehen. Von daher gehe ich mal schwer davon aus, dass die Lautstärke davon kommt. Wie auch schon bei meinem Review der S24 ist das Surren der Pumpe bei der minimalen Umdrehungszahl der Lüfter wirklich stark zu vernehmen. Also es ist das Einzige, was ihr quasi bei der minimalen Umdrehungszahl hört. Bei 1000 RPM ist es da ähnlich, obwohl man da auch schon so ein kleines Lüfterrauschen mitbekommt. Bei der maximalen Umdrehungszahl, da ist es einfach völlig egal. Da ist es einfach laut. Kommen wir jetzt zu unseren Benchmark-Ergebnissen. Wie immer 3D-Mark, Speedway, Port Royal und TimeSpy Extreme. Noch ein kleiner Hinweis, bei diesen Benchmarks habe ich die Lüfter mit 1000 Umdrehungen laufen lassen. Also jetzt die Benchmarks. Und nach den Benchmarks kommen jetzt die Temperaturen und zwar bei 10 Minuten Cinebench R23 zusammen mit Anengine Superposition im 1080p High-Modus. Wir schauen uns die Temperaturen bei 1000 RPM an und bei der maximalen Umdrehungszahl. Wie wir hier sehen können, liegt bei 1000 Umdrehungen die CPU-Temperatur bei 84,8 Grad Celsius und die GPU-Temperatur bei 64,8 Grad Celsius. Drehen wir jetzt alle Lüfter auf, also stellen wir die RPM-Zahl auf das Maximum, kommen wir auf 74,8 Grad und 64,8 Grad. Wie wir anhand dessen sehen, ändert sich die Temperatur um 10 Grad von der 1000 RPM auf die Max-RPM. Bei der CPU und bei der GPU bleiben wir gleich. Schauen wir uns jetzt aber noch den gesamten Temperaturvergleich an, sprich zum Luftkühler und zum Luftkühler mit zusätzlichem 92 mm Lüfter am Heck des Gehäuses. Schön zu sehen, dass die AIO in der Range ist von der Luftkühlung mit zusätzlichem 92 mm Lüfter am Heck. Bisschen überraschend für mich, aber auch wiederum nicht überraschend für mich, da ihr natürlich mit dem 92 mm Lüfter am Heck euch eine Menge Frischluft ins bzw. über das System zieht. Und von daher ist es irgendwie ein bisschen klar. Zeigt aber auch schön, dass das C4 wirklich gut Luft zu kühlen ist. Also das finde ich schon bemerkenswert an dem C4, dass ihr da nicht unbedingt eine AIO braucht. Ich meine, zum einen wird euer Case voller und zum anderen von den Temperaturen her ist es nicht der große Unterschied, so wie ich finde. Zusätzlich zu den Benchmarks und Cinebench und bla bla habe ich natürlich auch wieder mal, beziehungsweise habe ich jetzt damit angefangen, auch den Stresstest, den 3D-Mark-Stresstest laufen zu lassen. Sprich, es gibt wieder jetzt gleich die Ergebnisse vom Speedway-Stresstest, bedeutet 20 Loops ohne Pause immer hintereinander, so dass wir uns mal anschauen können, wie sich denn die Temperaturen da entwickeln können, beziehungsweise da entwickelt haben. Also jetzt diese Temperaturen, Freunde. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Mein kleines Fazit zur AIO habe ich quasi schon am Ende der Temperaturen so ein bisschen gesagt. Wenn man eine AIO zu Hause hat und hat nicht den D12L, dann braucht ihr den D12L nicht und natürlich andersherum. Genauso, wenn ihr den D12L habt, dann braucht ihr natürlich euch nicht eine AIO zu kaufen. Da sehe ich jetzt wirklich keine Notwendigkeit, da das schon gut Luft zu kühlen ist, meiner Ansicht nach. Von daher tut euch den Stress nicht an, da alles in das Case reinbekommen zu müssen, wenn ihr, wie gesagt, auf eine AIO switchen wollt oder wenn ihr eine AIO einbauen wollt. Als Tipp kann ich euch da noch mitgeben, kauft euch die coolen Noctua Lüftergitter. Die helfen euch da, dass ihr nicht so verzweifelt wie ich es ein bisschen
bisschen bin, dass man die Lüfter frei von den Kabeln hält und die sich entsprechend drehen können. Das war ein bisschen nervig beim Bild, bis ich das so hingefummelt bekommen habe, dass wirklich die Lüfter ganz stressfrei sich drehen konnten. Von daher, Tipp an euch, diese Noctua-Lüfter kosten zwar ein paar Euro, aber ja, sehen gut aus und sind sehr funktional. Einen Test mit Referenzlüftern gibt es im Review, könnt ihr euch anschauen. Habe ich jetzt hier nicht verwendet, sondern ich habe die standardmäßigen Lüfter der Lumen benutzt und bin mit denen auch wirklich sehr zufrieden. Wie gesagt, Temperaturen meiner Ansicht nach sehr gut, aber man muss halt nicht unbedingt auf eine AIU switchen, wenn man den D12L schon eingebaut hat. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, sind wir durch mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich bei allen fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo, ein Like. Genau, da würde mich sehr freuen, würde mir sehr helfen. Wie immer, es tut euch nicht weh, bedeutet mir viel und bringt mir viel. Von daher, vielen, vielen, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin.